So, aus der kurzen Pause wurden dann doch schlappe 20 Stunden. Wir haben uns dann nochmal ein wenig, ein paar andere Spiele und eine Schlafpause gegönnt. Ausnahmsweise, sonst schlafen wir nicht. Ja, ist richtig, sonst zocken wir immer durch, aber jetzt dachten wir uns mal, nach so einem schweren Schock muss man dann doch ein bisschen mal Pause machen. Willkommen zurück, Leute. Willkommen zurück. Ich habe mir jetzt doch mal gedacht, ich mache diese Situation hier ein bisschen anders. Und zwar greife ich die nicht direkt an, sondern mache hier eine Belagerung. Das hat den Vorteil, dass hoffentlich das hier die Hauptarmee sein wird, die mich angreift. Und ich dadurch schon mal ihren Erben hier ausschalten kann. Und die Bergtrolle, und dann kommt halt hier das Gesocks irgendwann dazu. Das ist ja eh nichts wirklich Beängstigendes. Viele Goblin-Bands, die Goblin-Trackers, da weiß ich jetzt nicht, wie gut die sind. Das sind, glaube ich, Fernkämpfer, oder? Ja, ja, Bogenschützen, aber... Gut, also nichts, worüber man sich groß Gedanken machen muss. Kann man leider immer noch nicht fortbilden. Ja, vor allem befürchte ich, dass da eine Armee von den Gundabats dann unterwegs ist, zumindest eine kleine. Wird sich raus. Wow! Have a taste of my blade. Tja, Leute. Ich würde mal sagen, die striken gerade richtig back hier, die guten Gundabats. Ja. Da musst du echt jetzt schnell sein. Mit der, da kommt auch eine Armee runter nach Horwell. Sag mal, wo nehmen die das denn alles her? Na genau, da wäre den Lyron drin. Da ist die Frage, der kann halt nix yes, so. My Lord. Das sieht auch aus. Ja. Aber er ist wenigstens so ein bisschen statthaltermäßig. Ja, passt schon. Dann schicke ich einfach jetzt das hier so. Ah, nee, Quatsch. Warte, die 84 kannst du nämlich, glaube ich, fortbilden. Und das schicke ich jetzt hier so runter nach Howell. Die bilde ich hier fort. Sortkundi. Die Sortkundi, genau. Du hast noch Relations Versant. Das überrascht mich jetzt. Dass sie überhaupt noch weiter verschlechtert werden konnten, überrascht mich. Ja, du hast eigentlich eine ganz gute Streitmacht, aber die ist gerade einfach zu verteilt. Also, ja. Der Sirdon, der ist gerade im Angriff. Dann der Ding da, der... jetzt im Lembas. Dann hier, wie heißt er da nochmal? Taltardon. Genau, Talatardon. Talatardon, der ist da... Ja gut, aber ich sage jetzt mal, so großartig verteilt ist das jetzt eigentlich nicht. Ja, aber sie sind im Moment an den falschen Fronten. Sie sind alle nicht zum Verteidigen eingeteilt, sondern alle im Angriff eigentlich im Moment. Ja. Und das rekrutiere ich lieber da oben. Suchtkunde, da kann ich es gerade besser brauchen. Dann ist jetzt auch die Frage, wie gehst du weiter vor? Machst du es folgendermaßen, dass du dann erstmal wirklich aggressiv gegen die Gundabad-Orks mit der Armee dann vorgehst oder gegen die Misty Mountain Orks? Nee, ich denke, ich werde echt schauen, dass ich die Gundabad-Orks jetzt erstmal ein bisschen zumindest im Schach halt. Und dann Moria. Ja, wobei, ich sage jetzt mal, du bist ja im Endeffekt, also sobald du dann mit deiner Isengard-Front hier fertig ist, dann können wir ja mal schauen, dass wir einfach zusammen auf Moria marschieren. Ja, wenn ich mit dem mal fertig werde, also was da unterwegs war, du. Ja gut, aber auf kurz oder lang wird es ja... Werden hoffentlich die Free Peoples wieder Süd-Tarbat verlieren. Ja. Und Nord-Tarbat auch. Wäre natürlich optimal, aber... Dann müssten wir sie nicht auslöschen. Ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Ah, okay. So, das sieht doch direkt mal nach einer Echtzeitschlacht aus. Sehr schön. Und der andere ist jetzt nicht dabei, oder? Doch, er ist dabei. Ist dabei. Du kannst keine Nacht. Ja, ja, ich weiß schon, kann er sowieso Sirdon möchte es nicht in der Nacht machen. So, Lord of Luckbook, das heißt, der ist die Hauptarmee, der... Das hat die Frage, kämpfst du jetzt wirklich bei der Stadt? Ja, musst du eigentlich, weil er macht einen Ausfall. Sollte, ja. So, und ich hoffe, dass ich ihm eben die Trolle, Schrägstrich, den Erben direkt niedermetzeln kann. Bevor die Verstärkung kommt, genau. So. Ja, siehst du, und da ist doch die Fläche gleich schon mal eine viel angenehmere. Weiter auf. Na, jetzt will ich sie erst mal überhaupt aufgestellt haben. Außerdem sind die doch schon relativ breit aufgestellt. Das passt doch eigentlich. Naja, einer mit 5 Reihen. Vor allem die kommen recht schnell raus, wie du siehst. Ja, dann lasse ich sie jetzt so aufgestellt, pfeif drauf, bevor die dann an Schusskraft verlieren, dadurch, dass sie einfach überhaupt nicht schießen.
kommt denn da? Oh gut, die Verstärkung braucht ein bisschen, bis sie da ist. Ja. Kommt von da ganz hinten und muss auch noch einen Hügel hoch. Also das ist natürlich sehr wichtig, dass die den Hügel hoch müssen. Ich hoffe jetzt, dass ich die überhaupt ein bisschen treffe. Dass ich denen überhaupt Schaden mache. Nicht wirklich, wie du siehst, die schießen alle. Naja, also so ein... Ja, ja doch. Ein paar sind jetzt angeditscht, aber ich würde auf jeden Fall schon mal die Nahkämpfer, die Lindons, drauf schicken. Nee, solange die noch gehen, ist ja überhaupt kein Stress. Da ist der erste schon umgeknickt. Ja, die Mountain Trolls sind nicht so heftig wie die Cave Trolls, habe ich irgendwie so im Gefühl. Ja, eindeutig jetzt sprinten sogar, ja. Oder auch nicht. Charging, doch. Die laufen schon auf dich zu. Jetzt. Ich jetzt ein wenig zu langsam. Schau, dass die anderen schon mal auf die anstürmenden Horden da hinten und spotte schon mal den wie soll jetzt gleich noch mal ein Lord halt. Ja, Uriel. If we continue like this, we will smash the enemy. Schätze ich jetzt mal. Ein schöneres Schlachtfeld hättest du aber echt nicht haben können. Das ist richtig cool. Ja. Da ist, glaube ich, die Leibwache hier, das da, die sehen so andersfarbig aus. Das sind die da. Oh, Bodyguards. Da ist er, da ist er. Da läuft er. Ja. Da ist der Bannerträger gefallen. Ja, die Orgel, die Trolle sind auch bald alle down, sind nur noch 5 Stück. Ja, muss auf das Banner klicken. Ja. Ja. Ah, das war so nicht geplant. Vielleicht schon oder auch nicht oder keine Ahnung. Oh, der End. So, jetzt wäre es natürlich sehr, sehr wichtig, ihren Anführer zu erschlagen. Ja, bin ja schon dabei. Die Verstärkung wird ewig brauchen. Du kannst in der Zwischenzeit, bis die kommt, die Piazza einnehmen. Das wäre eigentlich gar keine so blöde Idee. Aber Bodyguards fliehen. Nach. Sich nachschießen. Ja. So, das formiert sich da wieder. Da sind noch Bokorn, die nicht mehr aktiv sind. Die Trolle sind, glaube ich, jetzt mittlerweile alle recht im Eimer. Einer scheint noch drin zu sein. Jetzt nicht mehr. Ja, sehr schön. Das heißt, ich kann meine Softcorn, die alle dort an die Front schicken. Pack dir mal all deine Bokorn, die und zieh sie mal wieder ordentlich auf. Weil die stehen gerade richtig scheiße. Das ist richtig. Nein, das eine Bataillon verliert. Auf jeden Fall. Wow. Eins verliert gerade richtig derbe. Ja, das sind die da. Okay, Leute. Auch hier ein paar Sword-Kongi. Auf nach Candyland. Das sind noch die restlichen Ork-Bodyguards, die da festhängen. Und da darf schön der Cerdan mal rein. Da mal seitlich dann reinschießen. Our foes appear to be gaining the upper hand in this battle. Ja, weil der Gegner jetzt aufs Feld gekommen ist mit seiner Verstärkung. Ah, ja, klar. Jetzt läufst du mit deinen Bokorn die genau durch die Gegner durch. Ja. Naja, wobei, naja, geht schon. Ja, das sind eh nicht so sonderlich viele. Pass auf deinen Cerdan auf, nicht dass er jetzt... Das wäre jetzt blöd, wenn er abtritt. Weil ich mir das echt nicht vorstellen kann, es sind nur noch 6 Mann. Ja, da wird schon abgeschlachtet. Danach schnell mit allen auf die Piazza sprinten. Ja, weiß ich gar nicht. Ganz ehrlich. Ja, wobei. Nimm sie ein. Eigentlich, ja. Auf jeden Fall mal die Bokondi. Die kann ich hier nämlich im Gefecht gerade eh nicht wirklich brauchen. Ja, das ist eh schon broken. Alter, der hält aber ganz schön viel aus da. Mal schauen, mit denen hier nehme ich mal zur Sicherheit noch die Ram. Nicht das. Our men have slain the enemy general. Without him, his troops will lose their fight. Sehr schön. Ja, sieht voll abserviert. So. Snaga Stalkers. Ja, komm, bis die Verstärkung eintrifft. Ja, vor allem, die bleiben da hinten irgendwie stehen. Die bewegen sich nicht mal wirklich. Hey, Klassiker. Da kommt noch mehr Verstärkung.
Schau mal, da ist ja, unten ja, links und oben links. Es kommt. Ja gut, die von kommen. Oben links kommt nur der. Oh nee, da kommt schon einiges. Ja, ja. Ja, wie gesagt, deswegen schnell die Piazza einnehmen. Ja. Hast du das Ding gewonnen? The enemy army flees the field. Pursue and run them down. Ja, du hast schon die Tore eingenommen. Du brauchst keinen Rambock mehr. Ja. So, sind jetzt alle auf dem Weg zur Piazza. Ich denke ja. Ja, Sirdon und ein Bataillon Sortkondi noch nicht. Gekämpft. Ja, ja. Da laufen zwischendrin noch so ein paar Snagas rum, aber. So, sehr schön. 4 Minuten durchhalten. Ja. So lange. Und jetzt gehen die Türen ja auch hoffentlich hinter deinen Leuten zu. Das bezweifle ich ehrlich gesagt. So, du hast sie eingenommen. Ja, gut. So, jetzt wo alles hier auf der Piazza steht, stelle ich mal hier den Sirdon rein und lasse die Bogenschützen mal so ein bisschen an den Mauern. Hä? Kämpfen die noch gegen irgendwas? Ja, da ist glaube ich noch ein Typ oder so, der da rumgurkt. Jetzt nicht mehr. Ist jetzt da gefallen. Jetzt kann ich die Bokondi zumindest mal von der Richtung her ein bisschen da aufstellen, wo der Feind kommt. Steht ja eh genug auf der Piazza. Sollte zumindest. Yep. Das sollte. Ah. Da ist der eine noch. Jetzt nicht mehr hin. Erwarte eure Befehle. So, jetzt schnell durchlaufen. Mal schauen, ob das Tor zugegangen ist. Das wäre natürlich recht cool. Ja, schau. Tatsache, ja. Nee, ist nicht mehr gedacht. Ja klar, ich denke mal, wenn du es eingenommen hast, wirst du auch die Kontrolle drüber haben. Ja. Ja, aber der kommt nie im Leben rechtzeitig an. Ja. Und selbst wenn, müsste er erstmal versuchen, die Tore einzurammen. Ready. Ja, schau, da kommt schon was recht nah ran, aber er kommt ja nicht rein. Und deine Bogenschützen werden sie gleich unter Beschuss nehmen. Ja, wäre mir nicht sicher, ob die noch hinkommen überhaupt. Sieg. Nee. Egal, continue, ja. Okay. Victory is ours, but only by a sword's edge. Close victory, ja. Gut, es sind noch ein Haufen Gegner auf dem Schlachtfeld, aber die müssen sich ja jetzt zurückziehen. Ja, eben. Und danach kann ich, also jetzt kann ich im Prinzip, wenn sie mich belagern, kann ich wunderschön die Stadt verteidigen, weil sie hat eine Mauer. Eine Mauer! Ja, keine Mauer, sie hat einen schwulen Palisadenwall. Egal, das reicht Occupy. Ja, das wird jetzt... Ja, das wird böse enden. Da brauchst du eigentlich keine Echtzeitschlacht machen. Ja. Hä? Ist der dumm? Ja, eindeutig. Er könnte direkt angreifen. Hm, was soll's? Ah, ja, er macht's. Ja, scheiß drauf. Ja, komm, das wäre verschwendete Zeit. Ja. Da haben sie sich's mal eiskalt wiedergeholt. Solche Schweine. Egal, wunderschöner Tausch. Die andere Stadt hat eh mehr Einnahmen gebracht. Und das eine Sortkondi muss ich jetzt auch nicht mehr zahlen. Win-win-Situation. Ja, natürlich. So kann man es natürlich auch sehen. So, bei mir war auch irgendwas belagert worden, oder? Nee, aber hier läuft immer noch diese Mordor-Armee rum. Your will, my lord. Ich schicke jetzt die auch mal darauf noch zur Sicherheit. Mordor and Dale, war declared. Gut, das interessiert uns jetzt im Moment nicht, wobei ich das eigentlich ganz cool finde, weil dann ist Mordor abgelenkt. Ja, vor allem sind die Dale-Leute eh relativ mächtig. Die können da eine ordentliche Schneise jetzt reinschlagen. Die Armeen vom Feind sind weg. Die Frage ist, wo sie jetzt sind. In Südkardolan sind sie auf jeden Fall schon mal nicht. Das haben sie zumindest nicht eingenommen. Hier ist eine Armee, da bringe ich doch mal meinen Spy. Na super. Jetzt kann ich nicht mehr bis zur Stadt spyen. Oh Mann. Construction Report, jawohl. Das sieht doch gut aus. Das Geld, das ich da die letzten Runden... Ja gut, dadurch, dass ich halt Isengard gelootet habe, ist halt extrem viel Kohle geflossen. So, jetzt mal hier hänge ich irgendwie fest am Tisch gerade. Ich will ein bisschen näher hin. Aha, so ist es besser. Oh, die Wampe eingequetscht. So, schauen wir mal. Fultburg, wie sieht's aus? Die werden jetzt retrained, sehr schön. Die werden halt wichtig hier. Ja, das wird aber noch eine ganze Weile dauern. Es sei denn, ich schicke sie nach Edoras, aber ich glaube, selbst da habe ich gerade... Nee, doch, da könnte ich sie sogar. Zumindest eins. Kannst ja mal zwei runterschicken. Diese 31er schicke ich mal runter. As you wish. So.
March to exhaustion, continuing. So, hier baue ich gerade die Barracks, damit ich hier endlich mal Arrowling Swordsman ausbilden kann. Sehr schön. Ja, und dann wäre es mir noch wichtig hier, Isengard Capital. Ja gut, ist ja auch ihre einzige Stadt. Ja, sie haben ja, sonst nichts mehr, aber ich frage mich echt, was sie jetzt mit dieser riesen Armee gemacht haben. Swanfleet, das gehört alles noch den Free Peoples. Aber die Frage ist, für wie lange, weil ich meine, diese riesen Armee, die sich bewegt hat, die wird ja wohl was reißen, oder? Ja gut, im Notfall können wir es ja immer in meiner Runde nachschauen, weil ich kann von Ostinit weit, kann ich reinschauen in die beiden... beiden Städte. Ja, okay. So. Genau, ihn haben wir ja nach Fangorn geschickt, damit die Stadt mehr verdient. Das so, fragen wir die mal wieder, ob sie Karteninformationen haben. See you, my friend. How can we help? No, we can't. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Das ist doch ein Beschiss. Wollen wir es mal nochmal probieren? Naja, diesmal.